Ja, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Viele Teilnehmer, viele unterschiedliche Gruppen hier in Mannheim gegen Rassismus, gegen AfD, gegen faschistische und nazihafte Ansätze in der Politik im Bundestag. Die Wählerin und der Wähler hat es in der Hand, morgen die AfD und ähnliche Kräfte zu stärken oder aber zu schwächen. Es ist unsere Verantwortung. Es kommt hier.